Ja, dann gehen wir weiter zu dem Thema Blasen, Darm, Gebärmuttersenkung. Muss denn immer operiert werden? Ich möchte ganz am Anfang anfangen mit dem Beckenboden. Ich werde immer wieder gefragt, tagtäglich, was ist denn der Beckenboden überhaupt? Ja, was ist er denn? Er schließt, wie Sie hier sehen auf dem Bild, die Bauchhöhle ab. Er trägt die gesamte Last des Körpers. Und aus was besteht er? Er besteht hauptsächlich aus Muskeln, aber auch aus Fettgewebe und aus Bindegewebe. Der Beckenboden wird durchzogen von drei Strukturen bei der Frau. Beim Mann sind es nur zwei. Das ist zum einen die Harnröhre, die Scheide und der Darm. Die drei Strukturen treten durch den Beckenboden hindurch. Und diese Durchtrittsstellen sind die Schwachstellen im Beckenboden, das sind die Stellen, an denen Senkungen auftreten können. Die Senkungen sind nichts anderes als Bruchbildungen im Beckenboden, durch die sich die Gebärmutter stülpen kann, die Blase und oder der Darm. Und die Ausprägung einer Senkung kann ganz unterschiedlich sein. Die kann geringgradig sein, aber es kann auch passieren, dass Blase, Gebärmutter, Darm durch die Scheide hinaustreten und vor dem Scheideneingang zu fühlen und zu sehen sind. Wie sieht denn eine Gebärmuttersenkung aus? Hier sehen Sie die unterschiedlichen Stadien. Hier sehen Sie die Gebärmutter, die leicht gesenkt ist. Hier tritt sie schon wesentlich tiefer und hier tritt sie aus der Scheide heraus. Wie kommt es denn zu der Gebärmuttersenkung? Es kommt zu einer Gebärmuttersenkung, dann, wenn die Bänder, die die Gebärmutter im Bauchraum halten, defekt sind. Wenn die überdehnt sind, hat die Gebärmutter keinen guten Halt mehr. Im Liegen ist alles bestens, sobald man aufsteht, sich belastet, kommt es zum Tiefertreten der Gebärmutter. Blasensenkung. Wie kommt es denn zu einer Blasensenkung? Ganz einfach. Das Bindegewebe zwischen der Blase und der Scheide, das die Blase hält und trägt, erleidet einen Schaden. Es kommt zu einer Überdehnung oder zu einer Bruchbildung und zu einem Tiefertreten der Blase. So, dass die Harnröhre durch das Tiefertreten der Blase abknicken kann. Darmsenkung. Ähnlich, das Bindegewebe zwischen Darm und Scheide gibt nach und der Darm tritt tiefer, kann auch vor die Scheide treten. Was das für Auswirkungen hat, werde ich gleich sagen. Natürlich, der Beckenboden ist im Laufe des Lebens vielen Belastungen ausgesetzt. Körperliche Arbeit, Blase füllen, Blase entleeren, Darm füllt sich, Darm entleert sich, Geschlechtsverkehr und Schwangerschaften, Geburten bei der Frau, alles wirkt sich negativ auf den Beckenboden aus. Das Gewebe altert. Und mit zunehmendem Alter sehen wir die Senkungen häufiger, aber nicht ausschließlich. Wir haben in der Sprechstunde Patientinnen, die Ende 20 sind, bei vielleicht auch noch gar keine Kinder geboren haben,
bei denen wir etwas tun müssen, um die Beschwerden oder die Senkung zu korrigieren. Es ist nicht immer einfach, ja, es kann sich der Dickdarm senken, aber es kann sich auch der Dünndarm senken. Es können sich auch beide senken, sowohl Dick- als auch Dünndarm. Es kann sich auch alles senken, Blase, Gebärmutter und Darm. Oft werde ich erstaunt gefragt, wieso, ich habe ja keine Gebärmutter mehr, wieso soll sich da was senken, was kann sich denn überhaupt noch senken, wenn die Gebärmutter entfernt ist? Ja, es kann sich die Scheide senken, wie hier auf dem Bild zu sehen. Bei fehlender Gebärmutter kann sich die Scheide ausstülpen wie der Fingerling eines Handschuhs und in dem Bruchsack kann sich dann oder können sich Blase und Darm befinden. Was hat eine Senkung für Auswirkungen im Alltag? Was macht eine Senkung denn für Probleme? Die Frauen berichten über Fremdkörpergefühl in der Scheide, über Druck und Ziehen im Unterbauch. Manchmal treten auch richtige Schmerzen auf. Der Darm entleert sich schwer, es kommt zum Stuhlschmieren, es kommt zu Blasenentleerungsstörungen bis hin zur Harnsperre, wie wir es schon gehört haben. Wenn sich die Blase nicht gut entleert, dann muss man häufig zur Toilette, der Harndrang ist fast ständig da, kann auch Urin verloren gehen. Der Harnaufstau oder die Restharnbildung führt zu Harnwegsinfekten, weil sich die Bakterien leicht vermehren können in dem zurückgebliebenen Urin. Und es kann zu Problemen bei der Sexualität, beim Geschlechtsverkehr kommen. Typisch für die Senkung ist, dass die Beschwerden im Laufe des Tages zunehmen und am Morgen kaum vorhanden sind. Patienten berichten mir oft, ich muss ja aber immer fragen von selbst, tun sie das nicht gerne, dass sie mit der Hand in die Scheide eingehen müssen, um so die Gebärmutter oder die gesenkte Blase oder den Darm zurückdrängen müssen, um überhaupt die Blase entleeren zu können. Und trotzdem gehen sie nicht zum Arzt. Und dann sieht zufälligerweise bei der Untersuchung der Hausarzt einen derartigen Befund. Ich musste jetzt auch ein Bild aus dem klinischen Alltag mitbringen, weil ich bin mir sicher, das behalten Sie viel besser in Erinnerung als die grafischen Darstellungen. Was zeigt das Bild? Das Bild zeigt eine vorgefallene Scheide. Und die vorgefallene Scheide, die reibt permanent an der Wäsche und demzufolge kommt es oder kann es zu Geschwürbildungen kommen, wie Sie hier sehen, und zu einer Infektion. Frauen sind ganz raffiniert. Oft werden solche Vorfälle gehegt und gepflegt, ohne dass ein Geschwür sich da drauf bildet. Solche Ausmaße einer Senkung können zum Harnaufstau führen, bis hin zum Nierenversagen. Auch wegen Dialysepflichtigkeit werden Patientinnen aufgenommen und rein zufällig wird die Senkung festgestellt. Von sich aus wird nicht immer darüber berichtet. Eine Frage, die sich Ihnen jetzt sicher auch stellt und die ich auch beantworten möchte, wie häufig tritt denn sowas auf und wer ist davon betroffen? Die Beckenbodenprobleme,
Und jetzt müssen Sie sich mal richtig festhalten. Die Beckenbodenprobleme betreffen vor den Wechseljahren jede dritte Frau. Jede dritte Frau. Und nach den Wechseljahren jede zweite Frau. Also man ist damit keinesfalls alleine. Und schätzungsweise werden 10% der Frauen mindestens einmal in ihrem Leben wegen Beckenbodenproblemen operiert. Was kann man dagegen tun? Muss denn immer operiert werden? Oft, aber nicht immer. Was kann man denn tun? Was kann man denn tun, wenn man nicht operiert? Man kann Hilfsmittel einsetzen, so wie man ein Hörgerät trägt oder wie man eine Brille trägt. So gibt es auch Hilfsmittel zur Behandlung einer Senkung. Das sind Silikonpessare in Form eines Würfels, in Form eines Ringes oder eines Schalenpessars. Die bezahlt die Krankenkasse. Wir passen sie den betroffenen Frauen an. Die gibt es in verschiedenen Größen. Man muss sie auch nicht immer tragen, man kann sie nur bei Bedarf tragen. Die Würfelpessare werden am Morgen eingeführt und am Abend entfernt. Das kann die betroffene Frau selbst machen, manchmal macht es auch der Partner. Die Schalenpessare und die Ringpessare, die werden vom Frauenarzt eingesetzt und in regelmäßigen Abständen alle 6 Wochen gewechselt. Beide Arten von Pessaren werden mit Gleitmittel oder mit Hormoncreme angewendet, damit sie besser Halt haben, und gleichzeitig wird hiermit auch die Scheidenhaut behandelt, die Muskulatur und das Bindegewebe gekräftigt. Und Pessare können auch eine gute Übergangsbehandlung darstellen bis zur Operation. Man kann mit der Pessartherapie gute Voraussetzungen für eine Operation schaffen. So sieht das Würfelpessar aus, wenn es in der Scheide sitzt und die vorgefallenen Anteile reponiert. Was kann man denn operativ dagegen tun? Das ist eigentlich ganz einfach. Beim Blasenvorfall kann man von der Scheide aus mit einem Schnitt in der Scheide die Bruchlücke zwischen Blase und Scheide, die Bruchlücke im Bindegewebe aufsuchen, die Lücke verschließen, vernähen, und das war es auch schon. Das Gleiche gilt auch bei der Darmsenkung. Auch hier wird das Bindegewebe zwischen Darm und Scheide repariert, in Anführungsstrichlein. Aber was machen wir, wenn kein Bindegewebe mehr da ist? Früher hat man in solchen Fällen die Scheide verschließen müssen. Und ich denke, das ist auch der Grund, weswegen viele Frauen sich vor einem derartigen Eingriff fürchten, weil sie unter der Hand von der Nachbarin gehört hat oder von der Oma gehört hat, dass sie hinterher keinen Geschlechtsverkehr mehr haben konnte nach so einer Operation. Sowas ist heutzutage nicht mehr notwendig. Wenn das eigene Bindegewebe nicht mehr hält, haben wir die Möglichkeit, wie beim Leistenbruch, feine Netze einzubringen und so die Defekte zu korrigieren. Immer mit dem Ziel, dass am Ende der Operation eine Scheide mit einer normalen Anatomie und einer guten Funktion zustande kommt. Und nun möchte ich Sie noch kurz in den Operationssaal mitnehmen, und hier möchte ich Ihnen zeigen mit diesen Bildern, wie man die Bänder ersetzen kann bei den Frauen, die an einer Gebärmuttersenkung leiden. Über einen minimalinvasiven Eingriff, über die sogenannte Schlüssellochchirurgie,
kann man über winzige Einstiche im Bauchbereich, hier sind die Füße der Frau, hier der Kopf, also hier ist der Bauchbereich frei, und durch kleine Einschnitte werden Instrumente und Nahtmaterial und die Bänder eingebracht und eingenäht zwischen Gebärmutter oder Scheide und der Kreuzbeinhöhle, kommen diese zu liegen, genau dort, wo die eigenen insuffizienten Bänder verlaufen. Das ist auch ein Eingriff, den man gebärmuttererhaltend durchführen kann und wonach die Frau auch noch schwanger werden kann, wenn das gewünscht ist.